Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen auf der PlayStation 4. Wir spielen LS15. Die Karte schimpft sich Sosnovka. Und ich träume hier schon langsam von Quallerballen. Aber hilft nichts. Das Feld muss hier auch abgeräumt werden. So. Damit sich unsere teure Maschine auch bezahlt macht, ne? Das hätte man hier gar nicht anschaffen müssen. Weil ich halt auch schon überlegen bin, ob das Ganze dann doch schneller geht, wenn wir uns das Teil hier holen. Lass mich mal gucken. Schwader. Hier haben wir doch, was haben wir denn hier? 12, 19 Meter. Eine kostet 75.000, der Spaß. Puh, aktuell noch ein bisschen viel, aber ich glaube, der wird es mal werden. 130 PS. Dann wird das Ganze ein bisschen entspannter, ne? So, hier die Schwaden zusammenlegen. Ich würde gerne mal gucken, was wir jetzt wo haben. Ich meine, das andere Feld haben wir doch jetzt abgeräumt, oder nicht? Warte mal. Der bleibt mal kurz hier. Jetzt mal drunter. So, Feld 19 räumen wir gerade ab. Das ist klar. Was andere Feld da hinten? Was haben wir denn da jetzt gemacht? Das könnte nämlich schon gegrubbert werden. Haben wir es, glaube ich, nicht getan. Aufgrund dessen, weil ich die Direktsaatmaschine nehmen wollte. Können es aber schon mal düngen. Ich ihn doch dran lassen sollen. So. Das ist der Dünger, ich glaube schon. Okay. Genau, hier abkürzen. Jetzt habe ich nämlich schon wieder vergessen, von wo nach wo ich fahren sollte. Ich glaube, von der anderen Seite habt ihr gesagt, von Norden nach... Warum auch immer das so ist, aber da ist irgendwie was dran. Ansonsten macht man das Feld nicht fertig. So, dann legt mal los. Okay. Der muss dann auch wieder zur Seite. Ich habe da noch ein paar Beine abgestellt. Das ist die Frage, wollen wir uns dann noch eine Ladung hinstellen? Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir das sogar. Das hat fantastisch geklappt.
Ja, es kann auch sein, dass es von der anderen Seite war. Warte mal. Von der trapezkurzen Seite im Winkel zur Sonne mit 74 Grad. Nicht vor 18 Uhr. So ungefähr war das, glaube ich. Nein, ich war nicht lustig über euch. Ihr habt ja schon recht. Ich vergesse es nur einmal. Ich habe es schon wieder vergessen. Und ich hoffe einfach mal, dass er jetzt hier mal richtig fährt. Wir gucken uns das mal an. Und? Warum ist das denn hier eigentlich so? Beim PC geht das doch auch. Na, ja, jetzt macht das. Sehr schön. So. Ja, das Feld müssen wir hier auch noch fertig kriegen, ne? Ja. Ich überlege ja ständig hin und her, wie wir das am besten machen. Ich habe ja gesagt, ich müsste nochmal einen größeren Traktor kaufen, damit wir parallel mit den großen Maschinen dann weiterfahren können. Ist dann die Frage, ob wir uns von kleineren Traktoren nochmal trennen. Und dann vor allem die nächste Frage. Sparen wir es nicht für einen Traktor, sondern holen uns erstmal was zum Häckseln. Damit das mit den Kühen besser klappt und wir da nochmal aufstocken können. Denn unsere Riesenwiese, die wir ja benutzen wollen zum Gras einfahren, die ist ja auch fast fertig. Könnte gerne mal probieren, ob wir das Gras aus dem Ladewagen, was da noch drin ist, das bei den Kühen jetzt noch unterbekommen. Da fällt mir ein, wir müssen auch die Schafe im Blick haben, dass die nächste Wollpalette da rechtzeitig weggeräumt wird. Ne? So, es wird schon wieder dunkel. Ich weiß nicht, ob wir in der Nacht mal durcharbeiten, haben wir auch noch nicht gemacht. Gut, ich könnte die Zeit also auf 15-fach machen. Das wäre noch eine Überlegung wert. Das nimmt ja kein Ende hier. Aber naja, ich wollte ja unbedingt Quaderballen. Jetzt habe ich Quaderballen. Ich glaube, diese Ladung hier heben wir uns auch noch auf. Die packen wir uns auch noch mal an die Seite da vom Silo. Ich finde, das hat dann bestimmt irgendwie ein schönes Ambiente. Aber wie gesagt, brauchen tun wir so nicht unbedingt. Ja, ich weiß, wir bräuchten die Kohle, aber hey. Soll aber ein bisschen muckelig aussehen, oder? Ist die Maschine ausgemacht. Ich wollte da noch Licht anmachen. Ein Königreich für einen Helfer. So. Das ist ja gar nicht mehr so viel, ne? Haben sie fast. Wieso kann ich denn hier so rasen? Weil du nichts einsammelst. Oh. Kam mir gerade sowieso etwas komisch vor. Machen wir den halt nochmal runter. Dann klappt das auch besser. So. Ein bisschen Geld reinkriegen für die Ballen wäre auch nicht verkehrt, ne? Hm.
gar nicht, wann das jetzt für S17? Gehen die Dinger da auch kaputt? Ich glaube nicht, ne? Das war, glaube ich, jetzt... Ah, ich habe alles gelesen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Part überlesen habe. So. Ja, da kann ich ihn hier wurscht schicken mit der Direktsaatmaschine. Letzte Runde. Und noch einmal zurück. Dann sind wir durch. Kann ich die Presse erstmal wegstellen. So. Mal ein bisschen von außen. Ups, das wäre jetzt schon wieder ein Schaden, ne? Naja, das ist beim Lenkrad dann doch wieder ein bisschen einfacher. Okay, der ist ab. Ja, jetzt den großen Grubber oder Direktsaatmaschine? Ich würde sagen Direktsaat erstmal. Ob da noch Saatgut drin ist. Ja, sieht gut aus. Das denn, Sid? Ja, den nehme ich demnächst dann auch auf. So. Das Ganze mal auf. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal was ausprobieren. Warte mal. Jetzt hier. Ich weiß es noch nicht, wie man die... Das ist klar. Okay. Und zwar mit dem Spurreiser würde ich gerne mal was testen. Das muss man halt automatisch ausgemacht. Ach, Mist. Ach, stopp mal. Nein, kein Gras. Ach, Scheiße. Jetzt. Ja, ich habe mir schon immer ein kleines Grasfeld gewünscht und jetzt haben wir eins. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt noch... Aber nee, ach komm. Dann mach halt Gras. Wo soll ich jetzt die Scheiße gedüngt für nix? Weil das bringt ja bei Gras nix, ne? Ah. Okay, so bitte. Oh Mann. Ja, Hauptsache alle Knöpfe gedrückt. Ne? Ach ja. Ups. Mist. Ich glaube, ich muss das mal verarbeiten.
YouTube, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, was sagt ihr zu der neuen kleinen Wiese? Gerne mal unten im Kommentar und macht's gut. Ciao.